Hallo und herzlich willkommen bei Solvis, Ihrem Heizungsspezialisten. Heute sind wir nicht in der Null-Emissionsfabrik, sondern hier im Braunschweiger Umland und schauen uns einmal an, wie einer der ersten Benz verbaut wird. Viel Spaß dabei! Das ist das Haus der Familie Rasch in Königslutter am Elm. Die dreiköpfige Familie lebt hier auf 180 Quadratmetern in diesem 1975 erbauten Haus. Auf dem Dach befinden sich ca. 15 Jahre alte Buderus-Kollektoren, die jetzt auch wieder an den neuen Solvis Ben angeschlossen werden. So, hier sind wir jetzt bei der Familie Rasch im Heizungskeller. Hier wird jetzt der neue Solvis Ben eingebaut. An der Stelle können Sie noch die alte Heizung sehen, die jetzt hier demontiert wird. Wir haben hier Heizungstechnik von 1994, also sprich eine 20 Jahre alte Heiztechnik. Die wird jetzt durch allerneueste Technik ersetzt. Wir haben hier in der alten Heiztechnik eine permanente Hochhaltung der Temperatur auf einem hohen Niveau. Das haben wir in Zukunft nicht mehr und dadurch wird die hohe Einsparung erzielt. Ja, die Firma Solvis ist mir als Braunschweiger Traditionsunternehmen schon seit längerem bekannt. Ein Bekannter von mir hat sich vor einiger Zeit für einen Solvis Max entschieden. War gleich begeistert von dem System. Jetzt war es bei uns auch mal an der Zeit für eine neue Heizung. Dann habe ich von dem Ben erfahren, habe gedacht, das ist ein gutes System für uns. Erhoffen mir jetzt so ca. 30% Energieersparnis, was mir auch schon bestätigt wurde von meinem Bekannten mit dem Max. Und das waren einfach überzeugende Argumente für mich. Ja, hier steht dann nun der fertige Ben und man sieht direkt auf den ersten Blick, wir haben eine erhebliche Platzersparnis gegenüber der Altanlage. Bei allen Solvis-Systemen ist das Frischwassersystem enthalten, bei dem das Trinkwasser immer frisch zubereitet wird und nicht permanent warm gehalten wird, so wie wir das hier bei dem alten Speicher gesehen haben, mit den gelben Ablagerungen. Wir haben also beim Solvis Ben eine einwandfreie Trinkwasserhygiene sowie eine hohe Kostenersparnis.